Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 12. bis 15. Oktober 2017. In den kommenden Tagen bis übers Wochenende gibt es Sonnenschein und milde Temperaturen zu bestaunen. Im Süden werden dabei als erstes die 20 Grad Mark knackt, hingegen im Norden sich noch Regen festsetzt. Am Montag können sogar im Süden Deutschlands Werte bis 25 Grad erreicht werden. Grund dafür ist ein Tief namens Arke über Island. Diese schaufelt warme Luft über Mitteleuropa nach Skandinavien, beinhaltet aber an den Küsten Nord- und Ostsee stürmische Böen, und da kann es auch morgen nochmal richtig kräftig regnen. Sonst zieht es auch am Freitag im Norden auf, und da sind auch sonnige Tage, also der goldene Herbst steht auf jeden Fall an. In den restlichen Landesteilen wird es schon am morgigen Donnerstag schon sonnig werden. Man sieht ja jetzt, dass die Sonne schon rausgekommen ist, heute ist der 11. Aber nicht nur das Tief sorgt dafür, dass es schön warm wird bei uns, sondern das Hoch tut erstmal dafür sorgen, dass es schön sonnig wird. Das sitzt nämlich über dem Mittelmeerraum und schaufelt dann von unten die Wolken weg. Bis zum Wochenende wird es nämlich in Deutschland ziemlich warm werden. Wir werden Werte erreichen um die 20 Grad, an den Küsten um die 18, 19 Grad. Es kann auch mal die 20 Grad Marke erreicht werden. Im Südraum, wie gesagt, kann es auch zum Wochenanfang noch ein bisschen wärmer werden. Spätsommerliche Verhältnisse von bis zu 25 Grad. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.